Dann rufe ich auf den Tagesordnungspunkt 66, Beschlussempfehlung der Ausschüsse zur Petition, Drucksache 19/6638. Hier teilt die Fraktion DIE LINKE mit, dass die Petition 045/45 aus 19 getrennt abgestimmt werden sollen. Dann machen wir das. Ich lasse über diese Beschlussempfehlung abstimmen. Wer ihr zustimmen möchte, bitte um das Handzeichen. Fraktionen von CDU, FDP, BÜNDNIS 90DIE GRÜNEN, SPD. Frau Kollegin Öztürk, wer stimmt dagegen? Die Fraktion DIE LINKE. Somit ist diese Beschlussempfehlung angenommen worden. Nun lasse ich über die Beschlussempfehlung Drucksache 19/6638 im Gesamten abstimmen. Wer zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen. Das ist das gesamte Haus. Vielen Dank. Ist sie angenommen. Dann kommen wir zu den Beschlussempfehlungen. Ich frage Sie, darf ich die Kurzform wieder wählen? Vielen Dank. Dann rufe ich auf den Tagesordnungspunkt 58, Beschlussempfehlung und Bericht, Drucksache 19/6636 zu 19/6412. Wer zustimmen möchte, bitte um das Handzeichen. CDU, BÜNDNIS 90DIE GRÜNEN. Wer stimmt dagegen? Die Fraktion der SPD, DIE LINKE und Frau Kollegin Öztürk. Wer enthält? Und Sie auch. Und auch die FDP. Sie enthalten sich. Gut. Dann ist diese Beschlussempfehlung angenommen. Tagesordnungspunkt 59, Beschlussempfehlung und Bericht, Drucksache 19/6637. Wer zustimmen möchte, bitte ich um das Handzeichen. CDU, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN, FDP, SPD, DIE LINKE und Frau Kollegin Öztürk. Somit ist diese Beschlussempfehlung angenommen. Tagesordnungspunkt 60, Beschlussempfehlung und Bericht, Drucksache 19/6653 zu 19/6551. Wer zustimmen möchte, bitte um das Handzeichen. CDU, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Wer stimmt dagegen? SPD, FDP, DIE LINKE und Frau Kollegin Öztürk. Somit ist diese Beschlussempfehlung angenommen worden. Tagesordnungspunkt 61, Beschlussempfehlung und Bericht, Drucksache 19/6654 zu 19/6552. Wer hier zustimmen möchte, bitte ich um das Handzeichen. CDU, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN, FDP. Wer stimmt dagegen? SPD, DIE LINKE und Frau Kollegin Öztürk. Somit ist diese Beschlussempfehlung angenommen worden. Drucksache 62, Beschlussempfehlung und Bericht, Drucksache 19/6655 zu 19/6287. Wer hier seine Zustimmung geben möchte, bitte um das Handzeichen. CDU, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Wer stimmt dagegen? SPD, Fraktion DIE LINKE, Frau Kollegin Öztürk. Wer enthält sich? Die Fraktion der FDP. Somit ist diese Beschlussempfehlung angenommen worden. Tagesordnungspunkt 63, Beschlussempfehlung und Bericht, Drucksache 19/6656 zu 19/6415. Wer hier zustimmen möchte, bitte ich um das Handzeichen. CDU, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN, SPD. Wer stimmt dagegen? Fraktion DIE LINKE, Frau Kollegin Öztürk. Wer enthält sich? Die Fraktion der FDP. Somit ist diese Beschlussempfehlung angenommen worden. Tagesordnungspunkt 64, Beschlussempfehlung und Bericht, Drucksache 19/6657 zu 19/6478. Wer hier zustimmen möchte, bitte ich um das Handzeichen. CDU, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Wer stimmt dagegen? SPD, FDP, DIE LINKE und Frau Kollegin Öztürk. Somit ist diese Beschlussempfehlung angenommen worden. Tagesordnungspunkt 65, Beschlussempfehlung und Bericht, Drucksache 19/6658 zu 19/5986. Wer hier zustimmen möchte, bitte ich um das Handzeichen. CDU, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN, FDP, SPD. Wer stimmt dagegen? Fraktion DIE LINKE und Frau Kollegin Öztürk. Somit ist diese Beschlussempfehlung angenommen worden. Tagesordnungspunkt 72, Beschlussempfehlung und Bericht, Drucksache 19/6682 zu 19/6542. Wer hier zustimmen möchte, bitte ich um das Handzeichen. CDU, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN und die FDP. Wer stimmt dagegen? Fraktion DIE LINKE? Nein. Wer enthält sich? SPD, DIE LINKE und Frau Kollegin Öztürk. Somit ist diese Beschlussempfehlung angenommen worden. Beschlussempfehlung und Bericht, Drucksache 19/6688 zu 19/6483. Wer hier? Entschuldigung, bitte schön, Herr Kollege Schaus. Frau Präsidentin, wir bitten, die Ziffern A und B getrennt abzustimmen. Dann lasse ich über die Ziffer A abstimmen. Wer dieser Ziffer zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen. Das sind die Fraktionen von CDU, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN und die FDP. Wer stimmt dagegen? SPD, DIE LINKE und Frau Kollegin Öztürk. Somit ist diese Ziffer A angenommen worden. Dann lasse ich über B abstimmen. Wer hier zustimmen möchte, bitte um das Handzeichen. CDU, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN, FDP, SPD, DIE LINKE und Frau Kollegin Öztürk. Somit ist diese Ziffer B angenommen worden und damit im Ganzen angenommen.
So, damit sind wir am Ende der Beschlussempfehlungen. Ich möchte Sie zum Ende der Plenarsitzung noch auf den Parlamentarischen Abend des BUND Hessen, eingetragener Verein im Restaurant des Hessischen Landtags, aufmerksam machen. Und um 19.30 Uhr wird die Fußballmannschaft des Hessischen Landtags in Dreieich gegen eine Auswahl der Feuerwehr antreten. Na, dann viel Erfolg. Wir sind damit am Ende. Ich unterbreche die heutige Sitzung. Wir fangen morgen wieder pünktlich an. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Abend.